unter Deutschlands Oberfläche stinkt und modert es. Fäulnis und Korrosion, zu viel oder zu wenig Wasser. Die Belastungen im Untergrund, sie steigen. Berlin. Fast 3,5 Millionen Menschen leben in der Hauptstadt. Jeder von ihnen verbraucht im Tagesdurchschnitt ca. 130 Liter Wasser. Hinzu kommen Gewerbe- und Industrieabwässer sowie mal mehr, mal weniger Niederschlag. Kaum vorstellbar, dass zahlreiche städtische Abwassersysteme ausgerechnet unter Wassermangel leiden. Doch in Deutschland gilt das Gebot Wasser sparen. In den letzten 20 Jahren sank der Verbrauch rapide, in Berlin sogar um 30%. Für die Kanalisation ist das ein echtes Problem. Jan Waschnewski von den Berliner Wasserbetrieben muss sich immer wieder mit den Folgen auseinandersetzen. Vor dem Einstieg wird gelüftet und gemessen, ob giftige Gase ausströmen. Die könnten lebensbedrohlich sein. Wie vielerorts in Deutschland wurde das Berliner Abwassersystem vor über 100 Jahren gebaut. Heute fließt immer weniger Wasser, immer langsamer hindurch. Das führt zu mehr Fäulnis und Korrosion. Dass wir im wasserreichen Deutschland so leidenschaftlich Wasser sparen, ist nur die erste Stufe des Problems. Demografischer Wandel, Klimawandel folgen. Das heißt also, Trockenperioden werden größer, Regenereignisse werden stärker. Veränderung der Bevölkerungsstruktur, Strukturveränderung auch von der Siedlungssituation her, Siedlungsdichte, sind alles Einflussgrößen, die die Menge des Abwassers definieren. Das heißt, in Zukunft könnte noch weniger Wasser durch die Kanalisation fließen. Ältere Klinkerkanäle sind weniger anfällig. Probleme bereiten vor allem die Betonbauten aus den 50er und 60er Jahren. Hier kommt es verstärkt zu Korrosion. Betonkorrosion bis runter auf den Stahlträger. In der Berliner Kanalforschungsanlage arbeiten Wasserbetriebe und die TU Berlin zusammen, um mehr über die Entwicklung der Betonkorrosion zu erfahren und um Gegenmaßnahmen zu finden. Dazu wird Abwasser durch 25 Meter lange Rohre geleitet. Wie im unterirdischen Kanal erzeugen Bakterien im Innern der Rohre ätzende Schwefelsäure. Ein Gemisch, das speziell Beton bröckeln lässt. Doch wie schnell wirkt die Korrosion und welche Folgen hat sie? Jan Waschnewski und seine Kollegen präparieren Betonproben und setzen sie sauren Gasen aus. Das hinterlässt auf Dauer Spuren. Der lösende und treibende Angriff der Kanalatmosphäre, der Schwefelsäure, setzt sozusagen den Beton zu und verändert quasi das Betongefüge. Es verliert die Stabilität und damit ist es denkbar, dass dann auch Betonbauwerke einsturzgefährdet sein können. Erste Analysen zeigen, bei herkömmlichem Beton kann die Korrosion mit bis zu 8 mm pro Jahr voranschreiten. Schutz könnten kunststoffummantelte Betonrohre bieten. Die müssen sich erst in Tests bewähren. Wie lange der Kunststoff wirklich hält, ist schwer vorauszusagen. Und ein anderes Problem kann er sicher nicht verhindern: den Gestank, der durch Fäulnis und Korrosion entsteht. Waschnewski und seine Kollegen setzen heute schon gezielt Chemikalien wie Calciumnitrat ein, um Kanalgerüche gar nicht erst entstehen zu lassen. Bislang fehlen jedoch, wie bei der Korrosionsentwicklung, verlässliche Daten, etwa darüber, welche Dosierungen optimal sind. Wir erwarten eigentlich zum Ende des Jahres erste Ergebnisse, die die Dosierstrategien gestatten zu beschreiben, Ableitungen dazu durchzuführen, die Korrosions
die Erkenntnisse zur Korrosionsbeständigkeit, zum Korrosionsfortschritt sind ja Langzeituntersuchungen, die auch noch aus meiner Sicht 1,5 Jahre mindestens bedürfen. Die Lebensdauer von herkömmlichen Kanalrohren schätzt man heute auf 50 bis 60 Jahre. Doch was passiert danach? Die unterirdisch verlegten Rohre sind starken Belastungen ausgesetzt. Irgendwann kommt es zu Rissen und undichten Stellen. Weil viele von ihnen nach dem Zweiten Weltkrieg erneuert wurden, wächst jetzt der Sanierungsbedarf. Viele Rohre haben ihre Lebensdauer bereits überschritten. Das Institut für unterirdische Infrastruktur in Gelsenkirchen, eine unabhängige Forschungseinrichtung. Bauingenieur Markus Giller untersucht hier in einem Langzeittest, ob Kanäle gegen eindringendes Grundwasser geschützt werden können. In einem außergewöhnlichen Versuchsstand haben Giller und seine Kollegen Kanalschächte aus Beton realgetreu nachgebaut. Etwa 10 Millionen solcher Schächte gibt es in Deutschland. Rund 1 Million davon gelten als schadhaft. Ja, im Prinzip bekomme ich durch Grundwasser, was mir infiltriert, also Fremdwasser, unplanmäßig eigentlich oder in einer relativ unbekannten Höhe, zusätzlichen Wassereintrag in mein Netz, was ich behandeln muss. Insbesondere die Kläranlagen haben da durchaus ihre Probleme mit, aber auch andere abwassertechnischen Anlagen. Letzten Endes treibt es mir meine Kosten in die Höhe, weil ich einen Aufwand betreiben muss, der eigentlich gar nicht notwendig ist. Für den Langzeittest wurden die Schachtinnenwände mit Mörtel oder Kunststoff verkleidet. Ein trübes Wasser-Sand-Gemisch diente als Füllmittel für den Teststand. So wurde ein natürlicher Grundwasserstand simuliert. Der mehrmonatige Belastungstest hat Spuren hinterlassen. Für diese Stellen interessiert sich Markus Giller besonders. Alles klar. Dieser Schacht wurde mit Kunststoff abgedichtet. Markus Giller will wissen, hält der moderne Baustoff tatsächlich besser als einfacher Mörtel? Teurer Kunststoff oder herkömmlicher Mörtel? Das Ergebnis ist überraschend. Die großen Ergebnisse zeigen eigentlich, dass sich die Mörtelbeschichtungen hier als sehr robust erwiesen haben. Ja, also mit diesen war die Sanierung überwiegend geglückt. Ja, die Kunststoffsysteme, die eigentlich primär für andere Anwendungszwecke hergestellt und eingesetzt werden, nämlich als Korrosionsschutz für solche Bauwerke dienen, die zeigten doch, dass hier ein enormer Aufwand getätigt werden muss, um hier ein sehr gutes Ergebnis erzielen zu können. Was die Kanalbetreiber in Deutschland mit diesem Wissen machen, liegt nicht in seiner Hand. Markus Giller kann nur hoffen, dass sie die Forschungsergebnisse in ihre Sanierungskonzepte einfließen lassen. Gerade in Metropolen wie Berlin, wo der Sanierungsbedarf besonders groß ist. Das Kanalnetz der Stadt ist 9.400 Kilometer lang. Täglich müssen Rohre inspiziert und repariert werden. Noch vor wenigen Jahren musste man für derartige Arbeiten ganze Straßenzüge aufreißen. Heute gibt es andere Lösungen. Berlin-Tegel. Aus einem Kanalrohr unter der Straße läuft schmutziges Abwasser aus. Mitten in einem Trinkwasserschutzgebiet. Kai Riewe und sein Team müssen das defekte Rohr dringend reparieren. Ohne Bagger und Schaufel an nur einem Tag. Der Einsatz einer ferngesteuerten Inspektionskamera hilft, den Zeitplan einzuhalten. Man spart einen Haufen ein durch sowas. Das Frühjahr wurde aufgebuddelt, dann stand Parkverbot, war ja ein halbes Jahr für alle dann gewesen. Dann wird aufgebuddelt, dann können die Leute nicht mehr laufen, dann kommen die Rohre raus, die neuen Rinnen, dann wieder zugemacht. Über den Kanalschacht wird die Kamera in das 20 cm breite Rohr eingesetzt. Ja, fahr mal. Gut.
50 Meter muss die Kamera unterirdisch zurücklegen. So lang ist das schadhafte Rohr, das ersetzt werden soll. Über einen zweiten Schacht wird das Rohr zeitgleich mit einem Hochdruckreiniger gesäubert. Im Kontrollwagen analysiert Kai Riewe die Kamerabilder. Der Schaden ist schnell gefunden, die Ursache auch. Wenn jetzt eine Wurzel so mal zwischengeht, sag ich mal, eine Wurzel ist ganz dünn, dann hat sie drin Wasser, dann wird sie immer größer. Und in dem Moment, wo sie größer wird, drückt sie das Rohr kaputt. Und dadurch hat man die erste Schärfe oder einen Riss eben drin, sag ich mal. Und dann nimmt seinen Lauf. Die wird immer größer, macht immer mehr kaputt. Dann kommen andere noch hin. Wenn erstmal das Rohr angerissen ist, gehen da wieder Wurzeln drin und dann geht es immer weiter. Nachdem das Rohr gesäubert und inspiziert ist, kann die Sanierung beginnen. Zunächst muss ein Glasfaser-Kunststoffschlauch durch das 50 Meter lange Kanalrohr gezogen werden, der sogenannte UV-Liner. Im Kanal wird der Schlauch später mit Luft aufgepumpt und ausgehärtet. Ein neues Rohr entsteht im alten. Die Berliner Wasserbetriebe setzen das Verfahren seit 2006 ein. Bislang scheint alles gut zu laufen. So runter, kannst anfangen zu ziehen. Langsam und dann mit 8 weiter, bitte. Der Kunststoffschlauch ist extrem lichtempfindlich. Deshalb wurde er in eine gelbe Schutzfolie eingepackt. Wird die beschädigt, härtet das Material zu früh aus. Material und Einsatzkosten von bis zu 10.000 Euro stehen auf dem Spiel. Die Arbeiter müssen Gasmasken tragen, denn bevor er ausgehärtet ist, erzeugt der UV-Liner giftige Dämpfe. Fertig installiert soll das Rohr ökologisch unbedenklich sein, sagt der Hersteller. Im nächsten Arbeitsschritt pumpt ein Kompressor Luft durch den 50 Meter langen Schlauch. Der wölbt sich so zu einem Rohr. Parallel wird im Kontrollwagen eine extrem leistungsstarke UV-Lampe vorbereitet. Diese Lichterkette soll das neue Kunststoffrohr von innen aushärten. Dazu muss das empfindliche Gerät langsam durch das aufgeblasene Rohr gezogen werden. Kai Riewe und seine Kollegen setzen den Lampenzug vorsichtig ein, während vom anderen Rohrende Luft eingeblasen wird. Jetzt muss das Rohr noch luftdicht abgeschlossen werden. Erst dann kann durch vollen Luftdruck der Kunststoff in seine endgültige Form gebracht werden. Im Kontrollwagen startet Kai Riewe nacheinander jede einzelne der 8 UV-Lampen. Jeder Knopfdruck ist auf die Sekunde berechnet. Nur so kann die optimale Belichtungszeit erreicht werden. Während der Fahrt durch das Rohr muss der Lampenzug den Kunststoff gleichmäßig durchhärten. Viele Jahre soll das neue Kanalrohr halten. Kleinste Einbaufehler könnten die Lebenszeit drastisch verkürzen. Wenn das jetzt fertig ist und wie wir sagen, man muss eben darauf achten, dass es wirklich durchgehärtet ist, dann hält das 50 Jahre lang. Und 50 Jahre haben wir hier Ruhe, braucht man hier nicht mehr sanieren. Eine Garantie dafür kann heute noch keiner geben. Die Prognose basiert letztlich auf Test- und Simulationsergebnissen. 50 Meter der Berliner Kanalisation sind repariert. Doch weitere 2700 Kilometer sind noch gar nicht untersucht. Hinzu kommt, für private Abwasseranschlüsse sind die Besitzer selbst verantwortlich. Und rund 60% dieser Anlagen gelten als undicht. Wie groß die Schäden sind, ist kaum abzuschätzen. Die Instandhaltung unseres Abwassersystems ist letztlich eine Frage des Geldes. Doch wer bestimmt die Höhe unserer Gebühren? Und
wird das Geld in die Verbesserung der Kanalisation gesteckt. Ende der 90er Jahre wurden deutschlandweit zahlreiche Wasserbetriebe privatisiert, weil Kommunen knapp bei Kasse waren. In Berlin etwa machen Wirtschaft und Stadt heute Millionengewinne. Kritiker vom Netzwerk Berliner Wassertisch sind überzeugt, zulasten der Bürger. Und es fehlen wichtige Investitionen in das Kanalnetz. Immerhin kann man vielerorts auf ein bestehendes System zurückgreifen. Doch ausgerechnet im dichtest besiedelten Ballungsraum Deutschlands wird mit dem Bau einer Kanalisation gerade erst begonnen. Das Ruhrgebiet. Scheinbar idyllisch fließt hier die Emscher durch die Landschaft. Doch der Fluss wird seit knapp 100 Jahren zur Kloake umfunktioniert. Abwässer und Fäkalien werden hier entsorgt, überirdisch. Ein totes, stinkendes Gewässer. Silke Wienfort und ihre Kollegen von der Emscher Genossenschaft wollen den Fluss wieder zum Leben erwecken. Über viele Jahre hat der Bergbau die Region unterhöhlt. Die daraus resultierenden Bodenabsenkungen haben den Bau einer Kanalisation lange Zeit nahezu unmöglich gemacht. Mittlerweile ist es unter der Erde ruhiger geworden. Es ist anders geworden, weil wir keine Senkungen mehr an der Oberfläche haben. Der Bergbau ist nach Norden verschwunden. Wir können also jetzt ein System aufbauen, ein Abwassersystem, wo das Abwasser wieder aus den Gewässern herausgenommen wird und wirklich in geschlossenen Kanälen läuft. Das heißt also direkt den Kläranlagen zugeführt wird. Das ist jetzt der Fall und das packen wir ihm zurzeit an. Statt der Emscher soll ein 51 Kilometer langes Kanalrohr das Abwasser transportieren. Der unterirdische Kanal wird in unmittelbarer Nähe zur Kloake und durch dicht besiedeltes Gebiet verlaufen. Unzählige Anschlussrohre müssen noch verlegt werden, bis der Bau des Hauptkanals Ende 2011 beginnen kann. Eine riesige Vortriebsmaschine gräbt dazu einen Tunnel ins Erdreich. Im lockeren Boden kommt der Bohrer schnell voran. Hundert Jahre sollen die besonders säurebeständigen Betonrohre einmal halten. Doppelt so lange wie herkömmliche Kanalrohre. Das sagen zumindest die Betreiber. Eine Hydraulikpresse schiebt die einzelnen Rohrstücke nacheinander in den Tunnel. Ein Austausch der einzelnen Rohrstücke ist später kaum möglich. Das 4,5 Milliarden Projekt soll die Emscher vom Schmutz befreien. Heute verbreitet der Fluss vor allem in warmen Sommermonaten extremen Gestank. An besonders problematischen Stellen wird deshalb Sauerstoff ins Wasser gepumpt, um die Fäulnis und somit den Geruch zu stoppen. Mit dem Bau der Kanalisation wäre das Geruchsproblem gelöst, sofern die Rohre richtig dimensioniert sind. Demografen prognostizieren dem Ruhrgebiet einen gravierenden Wandel. Schneller als in anderen Regionen wird die Bevölkerung hier schrumpfen und altern. Das bedeutet auch weniger Abwasser. Silke Wienfort und ihre Kollegen haben das berücksichtigt, genauso wie eine andere Besonderheit. Das Abwasser legt eine besonders lange Distanz, nämlich 51 Kilometer im Rohr zurück. Damit es abschüssig fließen kann, wird das Rohr ungewöhnlich tief verlegt, bis zu 40 Meter unter der Erde. In dieser Baugrube bei Gelsenkirchen entsteht eines von drei enorm leistungsstarken Pumpwerken. Die sollen das Schmutzwasser aus 40 Metern Tiefe ins Klärwerk pumpen. Eine riesige Anlage aus Stahlbeton wird hier einmal stehen. Die 16 Pumpen der Anlage können bis zu 1 Milliarde Liter Abwasser am Tag ins Klärwerk leiten. Das entspricht etwa der Wassermenge von 400 Schwimmbecken. Musik
Doch das Projekt hat seine Tücken. Der Bergbau hat in der Vergangenheit zu Bodenabsenkungen um bis zu 15 Metern geführt. Dadurch ist das Grundwasser in der Region gestiegen. Ohne Gegenmaßnahmen droht das Grundwasser von allen Seiten in die Baugrube zu laufen. Auf diese Baugrube wirkt ein gewaltiger, sag ich mal, Wasserdruck, der in der Statik das meiste Potenzial ausmacht. Also bis zu 70% der Kräfte, die einwirken, rühren aus dem Wasserdruck her. Und je tiefer die Bauarbeiter graben, desto größer wird der Wasserdruck. Mittlerweile ist die Grube schon 20 Meter tief. 20 weitere Meter müssen sie noch in die Tiefe graben. Um das Wasser zurückzuhalten, werden gewaltige Stahlbetonpfeiler in den Boden gerammt. 1,80 Meter dick müssen die sein, um dem mit der Tiefe zunehmenden Außendruck standzuhalten. Dann werden die Pfeiler aufgebohrt, um Platz für weitere Pfeiler zu schaffen. So entsteht eine robuste Betonmauer. Die ersten Fundamente für ein modernes Abwasserpumpwerk sind gelegt. Musik 2017 soll die neue Kanalisation für das Ruhrgebiet mit seinen drei neuen Pumpwerken fertig sein. Dann wird aus der stinkenden Emscher Kloake wieder ein ganz normaler Fluss. In Berlin hat man sich über Generationen an eine funktionierende Kanalisation gewöhnt. Doch wie lange hält sie noch? Starke Regenschauer zum Beispiel bei heftigen Sommergewittern bringen das Kanalsystem immer wieder an seine Grenzen. Große Wassermassen sorgen für Probleme, ganz besonders in der Berliner Innenstadt. Hier wird Schmutz und Regenwasser nicht getrennt, ebenso wenig wie in 44% der deutschen Abwasserkanäle. Unter dem Stadtzentrum liegt eine Mischwasserkanalisation. Das heißt, Regenwasser und Schmutzwasser laufen in einem Kanalrohr zusammen. Normalerweise ist das kein großes Problem. Das Mischwasser fließt regulär zum Klärwerk und wird aufbereitet. Bei extremen Niederschlägen laufen die Kanäle jedoch so voll, dass ungeklärtes Wasser abgeleitet werden muss. Über spezielle Überläufe gelangt es dann in die Spree. Das geschieht bis zu 30 Mal im Jahr. Die Folge? Die Spree verschmutzt, der Sauerstoffgehalt sinkt rapide. Wenn das ein sehr intensives Ereignis ist, dann können diese tiefen Sauerstoffkonzentrationen mehrere Tage die Stadtspree beeinflussen. Und das reicht dann aus, um selbst bei diesen hartgesottenen Fischarten, die hier vorkommen, eben zu einem Fischsterben zu führen, wo dann wirklich viele tote Fische, also mehrere Tonnen, dann abgefischt werden müssen. Andreas Matzingers Team arbeitet für das Kompetenzzentrum Wasser, ein Forschungsverbund der Berliner Wasserwirtschaft. Matzinger will herausfinden, wann und wie stark die Spree tatsächlich belastet wird. Unterhalb eines Kanalüberlaufs haben sie einen Sensor installiert. Ein Lichtsignal misst organische Schmutzteilchen, die beim Überlaufen der Kanalisation in die Spree gelangen. Kanalüberläufe sind in Berlin besonders problematisch, weil die Spree hier sehr langsam fließt. Die Messwerte, die wir hier erheben, werden vor allen Dingen genutzt, um eben verschiedene Optionen von Maßnahmen, die möglich sind, zum Beispiel ein Speicherbecken im Einzugsgebiet A oder ein Stauraumkanal im Speichergebiet B, dann eben nochmal kritisch anzugucken, welches ist denn besser bezüglich der Qualität im Gewässer und vor allem bezüglich dieser kritischen Sauerstoffbedingungen für Fische. Schon früher hat man versucht, überlaufendes Kanalwasser aufzufangen, bevor es in die Spree gelangt. Dafür wurden schwimmhallengroße Becken unter der Stadt angelegt. Heute fehlt der Platz für neue, dringend benötigte Rückhaltebecken. Die Betreiber müssen sich andere Lösungen einfallen lassen. Für zusätzlichen Stauraum werden deshalb unterirdische Kanäle gebaut, die das überschüssige schmutzige Wasser speichern. 1000 Kubikmeter fasst dieser etwa 200 Meter lange Kanal.
Bringt Regen die Rohre zum Überlaufen, wird hier das Wasser gesammelt. Sinkt der Wasserstand wieder, wird die aufgefangene Wassermenge zurück in die Kanalisation gepumpt. Mit dem Bau von 300.000 Kubikmeter zusätzlichem Stauraum wollen die Betreiber das Problem endlich in den Griff bekommen. Doch laut zahlreichen Klimamodellen werden starke Regenschauer in Zukunft noch zunehmen. Weil die Stadt selbst kaum Platz für neue Speicheranlagen bietet, will eine Forschergruppe mit ihrem Projekt Spree 2011 neues Terrain erschließen. In der Stadt Spree. Große Tankbehälter sollen installiert werden, genau dort, wo sonst das überschüssige Wasser eingeleitet wird. Soll ein erster Prototyp gebaut werden. Schilfflächen auf den Pontons könnten das Spreeufer zusätzlich begrünen. Das langfristige Ziel, die Spree wieder zu einem Badegewässer zu machen. Für Berlin muss man jetzt sagen, die Mischwasservolumen sind derart groß, dass auch solche Pontons jetzt nicht die alleinige Lösung für das Mischwasserproblem sein werden. Meiner Meinung nach braucht es ein Blumenstrauß an Maßnahmen. Also Rückhalteraum ist eins, auf der anderen Seite auch eine lokale Versickerung, also dass das Regenwasser gar nicht erst in den Kanal kommt. Und damit wird bereits begonnen. Neue, dicht bebaute Stadtgebiete wie hier am Potsdamer Platz dürfen kein Regenwasser in die Kanäle einleiten. Stattdessen wird das Wasser in künstlichen Seen aufgefangen. Hier zirkuliert es, wird gereinigt. Viel Wasser verdunstet einfach. Welche Einflüsse das alles auf das Stadtklima hat, muss noch untersucht werden. Viele Abwassersysteme in Deutschland müssen schnell den neuen Anforderungen angepasst werden. Maßnahmen gegen Korrosion und schadhafte Kanäle kosten Geld. Das sollte investiert werden. Denn auch kommende Generationen sind auf ein verlässliches Abwassersystem angewiesen.